Heute packe ich wieder Fan-Post aus. Hoffen wir mal, so wie immer, dass hier keine Lebensmittel oder irgendwas anderes Ekliges drin steckt. Deswegen fangen wir mal an. Okay, machen wir das erste Paket auf. Das ist dieses hier. Das sieht sogar relativ schön aus. Also da sind so Sticker drauf. Da ist einmal ein Hamster drauf und dann noch eine Kuh und ein Baum. Also eigentlich schön, schönes Paket, schöner Tag. Okay, dann haben wir hier einen Brief. Da sind irgendwie Löcher reingekommen, was auch immer du mit diesem Brief gemacht hast. Da steht oben drauf, nicht zerstören. Einfach. Dann haben wir einmal drin ein aufblasbares Einhorn. Kann man das aufpusten? Bitte geh gut mit Hans-Jürgen um. Verdient er einen Platz im Hintergrund? Gucken wir mal. Geil, jetzt haben wir hier ein Einhorn. Süß. Vielen Dank dafür, den mache ich in den Hintergrund. Dankeschön. Machen wir direkt weiter. Dieses hier, ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwie eingepackt in Küchenrolle. Boah, wenn das jetzt irgendwie ein Haufen Scheiß ist oder so, ne? Eine Flöte! Geil! Ich muss kurz die Tür zumachen. Warte, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Flötenmeister, ich sag's euch, ich kann gut Flöte spielen. Ja! Okay, jetzt spiele ich den Theme-Song von Titanic, pass auf. Ha! Vielen lieben Dank. Danke, 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 vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir hier noch Kombi-Tintenpatronen, das ist für Kugelschreiber. Ich habe gar keinen Kugelschreiber, aber jetzt habe ich Tintenpatronen. Das ist wirklich nett von dir, danke. Wir können ja damit Fingerfarbe machen. Oh mein Gott, warum brennt das? Fingerabdruck! Wo soll ich meine Hand hinmachen? Meine Hand wird jetzt in den Tisch verewigt. Das ist ja gar nichts abgegangen! Meine Hände sind aber immer noch so blau! Das soll auf den Tisch drauf! Dann haben wir noch Lockenwickler. Was macht man hier denn jetzt? Was mache ich mit den Lockenwicklern? Kann ich damit meine Locken wickeln? Du hast mir das nur geschenkt, damit man meine Stirn jetzt sieht, oder? Oh, ich muss gucken, ob meine Stirn groß ist. Look at the top of his head! Ja, meine Stirn ist sehr groß. Aber egal, das lassen wir jetzt einfach mal so. Könnt ihr euch alle drüber lustig machen, wie riesig meine Stirn ist? Ja, Fluglandeplan, was auch immer. Macht euch drüber lustig, mir egal. Als nächstes haben wir jetzt hier nochmal irgendwas, ich glaube, für die Lippen ist das. Isana Lippenpflege. Ja, Lippenpflege ist wichtig, meine lieben Freunde. Hey, das schmeckt sogar. Das schmeckt besser, als es sollte, glaube ich. Was zur Hölle? Ich würde es euch trotzdem nicht empfehlen. Danke für die Lippenpflege. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Das ist dieses hier. Hier steht keine Absenderadresse drauf. Hier steht nur drauf für Elias. Nudeln! Ganz viele Nudeln! Dann haben wir nochmal einen Brief. Lieber Need to Know, vielen Dank für deine Videos, die inspirieren mich sehr. Nicht. Ich hoffe, du freust dich nicht und kannst dich mit den Bomben verglücken. Zwinker-Smiley. Liebe Grüße, Satan. Der hat dir noch so einen Stern dazu geschrieben. Ist das dein Sternzeichen? Dann haben wir hier eine Dose. Ich hoffe, hier ist nicht wirklich eine Bombe drin. Das wäre sehr unpassend. Ah, da sind Nudeln drin. Ha, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch ein Paket. Was ist hier drin? Bah, das fühlt sich nicht gut an. Oh, das, was ist das? Ah! Das kann ich nicht zeigen, das kann ich nicht zeigen. Bah! Ich habe noch nie sowas Ekliges gesehen. Vielen lieben Dank für die Nudeln. Ich habe voll Hunger. Und dann haben wir noch ein Paket. Hier steht Bombe drauf.
Mal gucken, ob da wirklich eine Bombe drin ist. Ich bin sehr gespannt. Bomben-Opening! Also, wir haben hier einmal Verbandszeug, glaube ich. Ein Böller. Den möchte ich mal ausprobieren. Gucken, wie laut der ist. Ah! Der ist nicht explodiert, oder ist der explodiert? Ich habe Angst, das anzufassen, bin ich ehrlich. Machen wir das nächste Paket auf. Das ist dieses kleine Paket hier. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, das ist besser als das, was ich hier davor jetzt gerade eben hatte, weil das war richtig eklig. Nein! Ich hab den Mimien in Erdbeer-Outfit gestochen, der Arme! Wie süß der aber ist! Guck mal, ich bin Mimien! Vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir noch als nächstes irgendwie so Schleim, glaube ich. Lecker! Das fühlt sich irgendwie geil an. Aber stinkt ein bisschen, bin ich ehrlich. Und dann haben wir hier noch eine Mandarine! Du hast mir eine verschimmelte Mandarine geschickt! Vielen lieben Dank dafür. Und dann haben wir noch eine kleine Pistole. Vielen lieben Dank für das schöne Paket. Machen wir direkt das nächste auf. Das ist wieder ein kleines Paket. Bin ich sehr gespannt, was hier drin steckt. Erstmal ein Brief. Hallo, ich bin Jonas. Ich mag dich über alles. Deshalb schicke ich dir hier die Mandarine. Du bist der Beste und sehr Mandarine. Bin ich sehr gespannt, was für tolle Sachen du mir geschickt hast. Und zwar einmal ist hier ein Bild. Ah, das ist der liebe Jonas! Was hat der liebe Jonas mir denn geschickt? Er hat einfach einen Screenshot vom Bild geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Bin ich sehr gespannt, was Jonas geschickt hat. Eine Mandarine! Jonas, die hättest du auch behalten können. Die brauche ich nicht. Danke für gar nichts, Jonas. Wirklich vielen lieben Dank. Wenn ich noch eine Mandarine bekomme. Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich damit? Die sind alle richtig verschrumpelt schon. Das ist voll eklig. Vielen lieben Dank dafür. Machen wir das nächste Paket auf. Ich schwöre es, wenn ich noch eine Mandarine bekomme, ne? Wir haben hier... Ah! Sehr viele Klorollen, aber immerhin keine Mandarine. Okay, machen wir das letzte Paket auf. Das ist dieses hier. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Das ist das letzte Paket, bitte. Das letzte Paket muss gut sein. Haben wir hier einmal einen Beutel. Erste-Hilfe-Set. Okay, bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Kann ich damit Leben retten? Ey, das ist ja wirklich ein Erste-Hilfe-Set drin. Wir haben hier einen Verband. Wir haben Verbandtuch. Wir haben Kompressor. Wir haben Binden. Ey, das kann man ja sogar wirklich gebrauchen. Dankeschön. Erste Mal, dass ich was Tolles bekommen habe heute. Dann haben wir einmal ein Bild. Oha! Vielen lieben Dank dafür. Das ist richtig süß. Dankeschön. Mach ich mal direkt hier hin. Dann haben wir einmal ein... Okay, scheiß drauf. Das Paket ist doch nicht süß. Vielen lieben Dank für den Kopf. Dann haben wir eine... Ein Boom Boom! Ich habe ein bisschen Angst hier vor. Das ist einfach Metall. Und das sieht so aus, als ob hier irgendwas mitgemacht wurde. Ich habe hier ein bisschen Angst vor, bin ich ehrlich. Was ist, wenn das eine modifizierte Bombe ist oder so? Steht da eine Absenderadresse drauf? Ja, da steht eine Absenderadresse drauf. Trotzdem truste ich das irgendwie nicht. Weil das hier, ich kann mal den Scanner drüber laufen lassen, gucken, ob es wirklich eine Bombe ist oder nicht. Hier ist der Scanner. Ich sag's euch! Ich werde das nicht öffnen. Also ich werd das nicht zum Platzen bringen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Vielen lieben Dank für die Konfetti-Trompete, die ich nicht geöffnet habe. Dann haben wir einen... Oh, der ist aus Mario, den kenne ich! Dann haben wir hier noch eine Pusteblume. Was ist das hier? Ein Kinderüberraschung-Ei! Wie cool! Ich puste den jetzt auf. Oha! Der ist sogar wirklich cool! Einfach ein Kinderüberraschungsei. Das ist schon sehr süß.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Schauen. Abonniert den Kanal und es tut mir leid, dass ich eure Sachen zerstört habe. Ich mach's nie wieder.